Jo, halt zurück zu Lies of P. Wir sind das letzte Mal hier angekommen im Hotel. Jetzt lassen wir mal ein bisschen gucken, dass wir mal die einzelnen Sachen hier mal erforschen. Weil ich glaube, drauf gehen können wir hier nicht, ne? No, moin. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia. Aha. And this is my hotel. Mhm. Welcome. Oh, I knew from the moment we met the Giorgio Petto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Okay, was haben wir gefunden? Jemandes Erinnerung, Kleidung zeigen, okay. Mal kurz gucken. Wo war das jetzt? Kann man das lesen? Anzeige umschalten. Aha. Parademeister, okay. Ja, wir haben die alle nicht gelesen, ne? Das ist der Punkt. Okay, so. Oh, nice. Kann man das wechseln? Ausrüstung, okay. Verschieben. Auch nicht schlecht. Lass uns damit mal rumlaufen. Okay, Matrosenanzug. Wie ist das? Da geht's noch runter. Lass mal kurz gucken. Ah, okay. Hey. Nimm das! Reiseführer. Mhm. Okay, aber beim Mom haben wir jetzt hier nichts mehr, oder? Antonio. Mhm. Bei Jimmy konnten wir was kaufen, ne? Lass mal gucken, was man da eigentlich kaufen kann. Moin. Welcome to Hotel Pratt. How may I be of service? Kaufen. So. Was ist das hier? Legionsmagazin. Polymerfüllung für die spezifischen Fähigkeiten der Legionswaffe. Hm. Okay, und die Drehdinger hier, die. Okay. Was haben wir denn verkaufstechnisch? Haben wir gar nichts am Start, ne? Achso, Moment. Bringt. Achso, Moment. Nicht kaufen, verkaufen. Effekt benutzen. 5000 Ergo erhalten. Kann ja verkaufen, oder? Okay. Sind im Prinzip kleine Dinger, oder? Ist das so? Okay, dafür könnte ich jetzt irgendwas Nices kaufen, wenn ich es denn wollte. Okay, so, hier kamen wir beim Mom raus, oder? Nee, doch nicht. Ah, doch. Ja, haben wir noch nicht gemacht. Moin. About you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Whoa, okay. Fresh.
Was kann ich damit machen? Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedliche Weise modifiziert werden. Modifikationen können mit der Venigni, was ist das? Handwerksmaschine vorgenommen werden, okay. Schließend. Mhm. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Ja, I know my way around a weapon. Waffe verbessern. Wenn du einen Mondstein hast, kann Eugenie helfen, die Klinge deiner Waffe zu verbessern. Du hast Kraft der Waffe erhöht, wenn die Klinge verbessert. Okay. Ich weiß nicht, ob ich einen Mondstein habe. Wahrscheinlich nicht, oder? Material, versteckter Mondstein. Aha. Okay, wir haben einen. Klinge verbessern. Anzeige umschalten. Oh komm, Klinge verbessern. Ist doch okay. Möchtest du verbessern? 200 Schleifen kostet es, oder? Oder kostet 5000? Nee, 200. Okay, let's go. Und was kann man noch? Könnte man jetzt... wir haben nur diese Waffe, ne? Okay, Notiz an mich. Mondstein besorgen. Dann in der Waffe. Griff ändern. Achso. Mhm. Tiffergehenskurve. Kannst du Waffengriff verändern? Die Eigenschaften des Griffs verbessert sich je nach Standardfähigkeit deines Charakters. Du kannst die Eigenschaften und den Grad einmal mit den Griffänderungen verändern. Okay, du kannst es jetzt halt zurücksetzen. Was zum Teufel? Was? Nicht genug Material. Wo stehen das Material? Achso. Okay, verstehe. Man braucht Zeug. Okay, dann können wir das machen. Okay, ist ja nice. Reden. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Mhm. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Ah, okay. Trainingspuppe, das ist doch das Ding am Jahrmarkt, oder? I know whose side you're on. Okay. So, da hinten glimmt's noch. Was ist das? Mhm. Katzi. Okay, also hier können wir Waffen pimpen. Das ist nice. Jetzt kann man hier noch rauf oder was? Das ist hier in der Mitte. Warum leuchtet das so eigentlich? Oh, mhm. Legionswaffe wechseln. Schling. Okay. Kann ich was ändern? Achso, entweder das oder das. Okay. Mhm. Ja, mal gucken, was man damit machen kann. Weiß nicht, sind es unterschiedliche Sachen? Stargazer benutzen. Ist immer dasselbe, ne? Okay, gut. So, jetzt können wir da noch rauf. Und das ist der Garten, hat sie gesagt. Genau, das sind die Übungspuppen, okay. Verpasst du mir ja auch eine, also. Ja, eigentlich nicht, ne? Nur zum Üben. Okay, die schnell und ja, mittlerweile jetzt auch gepinnt. Glück und Freude. Okay. Also kommen wir irgendwie jetzt ja nicht weiter, oder? Nee, alles gut. Achso, Legionswaffe benutzt. Okay, das kann ich auch mal probieren. Okay, und da kann ich hier Dinge mit hoch. Da kann ich mal mit angeln, ne? Mal gucken. Puppenschnee. Na gut. So, und rauflaufen.
Da geht's komplett raus, ne? Wir gucken erstmal. Oh, okay. Isabel Rodingserums, okay. Fest verschlossen. Wenn ich mein Schlüssel ein bisschen was übersehen, könnten wir irgendwie so ein Loot da lassen. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall mal hier. Der andere Flügel. Das ist das, ne? Wir sind jetzt einmal rumgelaufen. Also da können wir noch einen Schlüssel nehmen. Hier ist verbarrikadiert. Okay. Von dort sind wir gekommen, bringt also nichts mehr. Und wollen wir nochmal mit ihr quatschen? I'll use my power to help you. Ching. 1,3 kostet jetzt mittlerweile schon. Okay. Fresh. So, lass uns dann vielleicht da mal raus, oder? Dass wir jetzt wirklich hier durchgehen. Es ist keine Tür, ne? Nope. Okay. Das ist nicht so fresh hier, ne? Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Cheep, cheep. Die Grille. Okay, ist erstmal so, wir gehen nicht durchs Licht, oder? Geh nicht ins Licht. So, hätten wir jetzt irgendwas. Wäre hier irgendwas passiert, jetzt immer ins Licht laufen. Auch nicht so schlimm. Okay. Könnten wir irgendwo rein? Ne. So, das ist der nächste. Nice, hat er mich erwischt. Wie sein.
Leute, Focus. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Da wachen sie alle auf, ne? Okay. Lassen wir sie mal kommen. Ist in so eine Kiste oder was ist das? Okay. Öffnen. Schwingen und. Okay. Kann im Menü Ausrüstung Verteidigungsteil ausgerüstet werden? Ja, lass mal gucken. Ausrüstung, obere, untere Gürtel, Tasche. Verbrauchswurf, Ego, verstehe ich nicht. Was? Gegenstände. Verteidigungsteile, okay. Und was haben wir jetzt da? Ihn hier. Gewicht 10, physische Schadensreduzierungsrate. Okay. So, oder? Ist doch gut. Wenn es das rausdampft, können wir da rein? Ja. Und gleich dann raus wahrscheinlich, oder? Aha. Alter! Oh, mit dir hier erstmal nicht gerechnet. Okay, das kann ja heißt, ich kann hier runter. Okay, das ist glaube ich auch sinnvoll, oder? Weiß ich jetzt nicht, müssen wir mal gucken. So, wer bist du? Okay, du bist nicht so nett. Wow. Sturmfragment, Sternfragment, okay. Ups. Der sieht auch nicht so nett aus.
klar. Jetzt kommt man hier nochmal zurück, ne? Ist halt echt nicht so ganz klar. Elektroschock, nicht so nice. Den denn da runter? So nicht, oder? Tja, hätte ja sein können. Knapp. Ja, auch wieder irgend so ein Affe rum, oder? Nee. Oh, der sieht auch nicht so nett aus. Ich bin nicht prepared, oder? Komm mal dahin und sie haben wir die Kiste klauen.
los, Kollege? Und hinterher, jo. Crash. Nee, passt er doch nicht durch, oder? Ja. Die einen sagen so, und er sieht das ganz anders. Okay, das war ein bisschen überflüssig. So, da drüben kommen wir ja her. Gehen wir hier runter, oder? So, wer sagt mir, wo wir sind? Das haben wir, glaube ich, vorhin von hier gesehen, oder? Ah, nee, das ist die andere Seite von der Tür. Oder? Das ist die Elektroschocktür gewesen. Sich mal eben orientieren. Ja, sieht fast so aus, ne? Genau, von hier sind wir vorhin gekommen, oder? Ja. Was ist denn mit Benutzern? Dann sind alle wieder da, oder? Ich weiß es jetzt nicht, oder ist das nur so, muss man zum nächsten gehen? Also hier kommen wir nicht mehr weiter. So, hier waren wir rauf. Da kommen wir nicht. Da kamen wir nicht durch. Sehr gut. Okay. So, und hier Leute rauf und rüber. Das heißt, wir müssen bei dem Typen, der uns da angreifen wollte, da müssen wir schon weiter, oder? Oder haben wir hier noch die Hälfte vergessen? Das kann auch sein, ne? Oh, was ist hier? Wir gehen nicht durch, ne? Nein. Wo ich das gerade sehe. So, hier nochmal kurz gucken mit den Dächern. Wir hier runtergegangen, ne? Klar, das ist ja die, da wo wir hergekommen sind. Da hinten ist der, genau. Ist das so? Nochmal von hier gucken. Aber da hinten müsste eigentlich dieser Star-Gedönse sein. Star Charger, Star Gazer. Ja genau, da hinten ist er. Wer flüstert hier? Okay. Bedeutet, dass wir doch hier richtig sind und dort hinten bei dem bösen Fuzzi weiter müssen.
Ich meine, die Vögel auf dem Dach irgendwie weg, also dass sie einen nicht immer anschießen. Können wir da irgendwie rauf zu denen? Auf den ersten Blick nicht, ne? Ist das eigentlich derselbe und der ist rübergelaufen? Der ist jetzt zwei, okay. Ich weiß nicht, die sollen glaube ich nur nerven, oder? Oh, Dodo hängt jetzt da ab, das ist natürlich blöd. Oh, und das ist noch blöder. Jiminy, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Mm-hmm. Morning, Meister. Why, hello! I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. So, was hat er alles? Oh, nice. Mal gucken, was ist das hier? Für Effekt benutzt, erhöht vorübergehend Attributswert. Widerstand, okay. Ladung. Wurfobjekt. Entschlossenheit, dies, das. Leistung geworden, okay. Verursacht Elektroblitzschaden im Einschlagsbereich. Na gut. Elektrokanister, der auf kurze Distanz geworfen werden kann, erzeugt dort, wo er landet, einen Elektroblitzbereich. Was bist du denn? Kopf eines Elektrospulstocks. Mhm. Bist du... Warte mal, bist du eine Waffe oder was? Angriffsfähigkeit, dies, das sieht mir nach Waffe aus, ne? Schadensresistenz, bla bla bla. Das ist aber der Kopf eines Elektrospulstocks, also... Ey, ich kauf das mal. Ausverkauft, okay, sieht halt sehr wichtig aus. Notfallschutz. Aha. Beschützt bei Treffer vorübergehend den das Todesergo. Okay. Selbst im Tode. Verstehe ich noch nicht so richtig, aber mal gucken. Dingschleifi, alles klar. Okay. Sonst könnte ich den verkaufen, wenn ich dann was Cooles hätte. An die Dinger, oder? Okay, das sieht doch gut aus. Das heißt, ich könnte auch hier noch mal ein bisschen pimpen, ne? Oder? Okay, Lager benutzt ist natürlich blöd. Ich dachte, ich könnte hier immer aufsteigen, oder? Mhm. Nicht immer. So, und was bist du hier, dass ich da nicht rein kann? Taste drücken. Okay. So erstmal nicht. Hm. Ja, ich würde sagen, wir sind ja hier erstmal safe. Das heißt, wir können auch hier erstmal ein Päuschen machen. Und dann schauen wir mal, oder? Beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.